Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute mal bei Black Ops 4 im Kinomodus unterwegs, wie man hier sieht. Ich habe heute ein bisschen die Chaos Moshpit Ausdauer-Playliste gespielt und ich habe leider vercheckt aufzunehmen. Und ich hatte gerade eine richtig, richtig geile Runde Team Deathmatch. Über 70 Kills, nur 10 Mal verreckt. Ich springe erst etwas später hier bei der Aufnahme ins Match, weil ich am Anfang 4 Mal verreckt bin oder so hintereinander. Und erst dann ging eigentlich die Runde richtig geil für mich los. Ich spiele heute mal nicht wie sonst Drohne, Scharfschützennest und Helikopter, sondern Drohne, Scharfschützennest und Treasure, denn ich habe festgestellt, dass der Treasure irgendwie richtig, richtig krass reinhaut und das wollte ich euch einfach mal in der Runde zeigen. Ich haue den Treasure in der Runde dreimal raus und der macht insgesamt 18 Kills. Das ist eine absolut heftige Nummer. Und der Treasure macht meiner Meinung nach sogar mehr Kills als das Scharfschützennest. Also man könnte getrost eigentlich das Scharfschützennest weglassen und nur Treasure und Heli vielleicht noch spielen. Ich hatte vorhin mal eine Runde Stellung gespielt und hatte mal das Einsatzteam dabei. Das habe ich zweimal erreicht. Ich finde aber irgendwie das Einsatzteam nicht so krass, wie es viele Vorleben möchte ich jetzt einfach mal sagen, es spielen sehr viele das Einsatzteam. Das hat vielleicht bei zweimal erreichen, hat das auf, wie heißt die Map nochmal, Frequency, gerade mal 8 Kills gemacht. Bei zweimal erreichen, das finde ich sehr, sehr mager. Und deswegen dachte ich mir, hauste mal den Treasure rein. Und der Treasure wirkt wahre Wunder, muss ich mal sagen. Ja. Ich spiele mit der GKS, wie man sieht. Ich habe Langlauf 1 und 2, beziehungsweise Langer Lauf 1 und 2 dabei, das erweiterte Magazin und Schnellziehen. Und was habe ich noch drin? Ich habe das Comsec wie immer dabei, damit man einfach die Punkte ein bisschen schneller erreicht. Und als Procs habe ich Gango und Plünderer, das habe ich eigentlich fast immer drin. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, das ist meine geilste Team Deathmatch-Runde, die ich bis jetzt jemals gespielt habe. Also zurzeit läuft es richtig gut bei mir. Am Donnerstag kam ja das Video raus von einem Livestream über meine bisher überhaupt geilste Runde. Und heute spontan angemacht und festgestellt, Mensch, es läuft immer weiter so. Ich spiele sehr selten Team Deathmatch, dazu gesagt. Wer mich ein bisschen verfolgt, der weiß das. Ich spiele hauptsächlich Herrschaft, weil man einfach mehr Kills macht. Aber hier in der Playliste sind verschiedene Modis drin. Hier habe ich die ersten 10 Abschüsse vom Treasure, wie man sieht. Hier ist halt doppelte Punktzahl in dieser Playliste. Und da gehen die Runden schön lang. Und da kann man ein bisschen was zeigen, wenn es gut läuft. Und das finde ich ganz geil. Ja, wer übrigens das Video heute zum Samstag live guckt und nicht noch einen Tag oder zwei Tage gewartet hat, ich streame morgen, quasi am Sonntag wieder. Frühen Mittag geht's wieder los. Ich hoffe, da wird wieder reichhaltig eingeschaltet. So wie letzten Sonntag. Der Stream ging richtig, richtig mega ab. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Verdammt viele Kommentare gehabt. Viele im Live-Chat. Einige haben mitgespielt. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja, jetzt quatsche ich mal ein bisschen weniger und genieße einfach mal so ein bisschen die Runde. Nebenbei bemerkt übrigens, die GKS ist meiner Meinung nach eigentlich die geilste MP, muss ich einfach mal sagen, denn die hat sowohl im Nahkampf als auch auf mittlere Distanz, die ist so verdammt stabil, das ist der absolute Hammer. Also sie fühlt sich eigentlich von der Stabilität eher wie ein Sturmgewehr an, wie die ICR zum Beispiel, also die hat eigentlich so gut wie keinen Rückstoß, das ist der absolute Kracher. Natürlich ist die Saug oder die Gordit oder die Spitfire im Nahkampf absolut unschlagbar. Aber wenn man viel auf mittlere Distanz spielt, sieht man ja hier selber, haut die ordentlich rein. Übrigens das erste Mal, dass ich mal ein Gameplay
außerhalb des, also in, im Kinomodus mir angucke und das einfach mal kommentiere. Erst nachdem die Runde vorbei war, habe ich festgestellt, scheiße, du hast ja gar nicht aufgenommen. So coole Runde kannst du eigentlich hochladen. Und dann ist, ist mir aufgefallen, scheiße, Mensch, Kinomodus. Guck mal rein, ob das irgendwie raussiehst. Das Einzige, was halt schade ist, du siehst zum Schluss den, den Endscore nicht. Zumindest, man sieht zwar den Endscore vom gesamten Team, aber nicht den Score vom einzelnen Spieler. Ich glaube, es war so 70-10. 70 Kills, 10 noch weg. Ist schon eine angenehme KD. Und, ach, was ich noch dazu sagen wollte beim Treasure, was halt das Geile ist, wenn viele halt Scharfschützennest oder so spielen und keinen Bock haben, den Treasure reinzumachen. Den Treasure kriegt man nicht so leicht abgeschossen. Das ist halt das Geile. Also, ich weiß nicht, ob er den überhaupt abschießen kann. Das habe ich zumindest noch nie probiert. Spiel fühlt sich das ganz anders an. Man hat gerade bei dem Gegner gesehen, theoretisch war ich gar nicht richtig drauf. Aber scheinbar doch. Dreck des Scheiß, wie ich hasse diesen Köter. Übrigens kann ich hier jetzt mein letztes Scharfschützennest nicht mehr raushauen. Denn meine Teammates, die waren auch richtig, richtig gut unterwegs und die haben den Himmel bis zum Schluss dann nur noch blockiert und ich konnte nicht mehr machen. Hier hat man gerade gesehen, 25 Abschüsse. Ich habe, achso, das hatte ich schon erzählt. Ich habe 18 Kills mit dem Treasure gemacht, also einfach Hammer, wie das Teil raushaut. Das ist schon geil. Scharfschützen ist nicht verfügbar. Leck mich. Das ist immer das Frustrierendste. Du freust dich gerade für Leute, die vielleicht froh sind, dass sie das überhaupt mal erreichen. Und du kannst es einfach nicht raushauen, weil die Teammates noch krasser unterwegs sind. Die Runde ist dann übrigens gleich vorbei. Ich würde mich natürlich über einen Daumen, wie immer, freuen. Alle, die da, mich zum ersten Mal sehen, haut gerne ein Abo raus, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da verpasst ihr kein Video mehr von mir. Livestreams gibt es von mir auch in regelmäßigen Abständen. Nochmal erwähnt, wer das Video heute zum Samstag sieht, der darf sich morgen, also zum Sonntag, auf einen neuen Livestream von mir freuen. Früher Mittag wird es wieder losgehen. Ich denke so 12 Uhr rum. So genau weiß ich es noch nicht. Und dann danke ich auf jeden Fall fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Haut rein. Ciao.